Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Und heute begeben wir uns mit den Sowjets in die Lüfte. Wir haben hier drei Flugzeuge, ich glaube alle von derselben Reihe, bloß ein bisschen unterschiedlich, farbenmäßig und alles. Sehen wir hier schon. Ich glaube, die haben ganz den Bauunterschied sich nicht wirklich einen. Oder? Nee, selbst propellermäßig schaut alles gleich aus. Flügelbau ist gleich. Also es müssten wirklich minimale Unterschiede sein. Und wir machen einfach eine kleine Arcade-Schlacht jetzt mit denen. Einfach weil ich gerade ein bisschen, weil ich mir denke, das könnte lustig werden und so Zeugs. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und ja, schauen wir mal, wie gut ich mit einem Sowjet, ist ja gar kein Russe, ist ein Sowjet noch, zurechtkomme. 21 warten auf eine Schlacht. Das hört sich natürlich nicht so gut an. Kampfeinstufung 1-0. Ich hoffe, das heißt Gutes für mich. Ihr seht schon, mein ganzes Licht bewegt sich auch. Ich habe hier keinen Kerzeneffekt gerade mal aktiviert. Bin gespannt, wie das sich im Video widerspiegelt. Wie lange dauert hier so eine blöde Wartezeit jetzt aktuell? Spiel, das Flugzeug ist am Boden und der Pilot lebt. Was? Was stand da? Okay. Bodenangriff Großbritannien. Was mache ich denn in Großbritannien? Wir gehen mal mit dem Weißen in die Schlacht. Just so fun. Also wir müssen die da rein theoretisch alle vernichten, weil die wollen uns hier am Flughafen angreifen. Habe ich das richtig verstanden? Zerstöre die feindlichen Bodentruppen. Also ist gar kein, nicht mehr mein Hauptplan, sozusagen die Flugzeuge auszuschalten, sondern die Bodentruppen zu vernichten. Ich muss das Spiel noch sowas von verstehen. Okay, volle Kraft voraus. Hui. Warum beschießen eigentlich die Leute immer die Teammates? Ich check das nie. Up, up and away! Komm schon, Bitch. Ich hab ein russisches Flugzeug. Verlassen. Escape. Ich muss hier raus. Abgestürzt. Hey, aber ich habe mitgenommen. Das war jetzt zwar die japanische Variante, aber okay, das kann man auch mit dem Russen machen, wie scheint. Ich versuche mal einen Tiefflug zu machen auf die feindlichen Fahrzeuge, um die auszuschalten. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber wir werden es mal probieren. Oh, what the fuck? Ah, die machen mir den Weg frei, das ist schon mal gut. Ab geht's zu den Bodentruppen, Jungs. Ich glaube, ich kriege eher die ausgeschaltet. Oh fuck, was macht mein Flugzeug? Scheiße. Okay, das war unerwartet. Mein Flugzeug hat sich einfach nach unten gedreht. Hoppala. Vielleicht sollte ich das echt mal mit Joystick ausprobieren. Ich müsste ja eigentlich irgendwo eine rumliegen haben. Wir nehmen uns mal unten das Flugzeug eher vor. Aber ich habe irgendwie bessere Erfahrungen mittlerweile mit denen. Komm, wir helfen ihm. Zerstören unsere Front. Alter, wie schnell hat der die Kurve gegeben? Und Bad Boy, come on.
Wenn ich dich schon nicht so krieg, dann krieg ich dich so, indem ich dich in die hinten reinfliege. Ich seh nix! Mach das Öl weg! Ich muss landen, Leute! Ich habe einen Ölleck und ich weiß nicht, wo unser Flughafen ist. Als ob ich jetzt einfach umgekippt bin. Ach, leck mich doch. Ejecte das Flugzeug. Das ist aber doch heile. Ein bisschen Panzertape und das Ding hat sich. Ach komm schon, das geht doch nie, jetzt wurde ich aber als abgestürzt. Ah, oh, leck mich doch. Zurück zum Hangar. Eine Runde geht noch. Ich will in die Jetzeit irgendwo mal kommen, aber ich bin zu voll in diesem Spiel, ganz ehrlich. Zum Hangar. Wir haben noch die USA und die Briten haben wir noch. Wir nehmen hier so eine britische Fury, Nimrod und noch eine Fury. Das ist die MK2 Fury. Was ist ein Unterschied zwischen der MK1? Vom Äußerlichen eigentlich nicht viel. Aber egal. In die Schlacht! Für Britannien! Jetzt haben wir erst mit den Sowjets gekämpft und jetzt mit den Briten. Eieiei. Gibt's ja gar nicht. Ah, ich mag diesen Kerzeffekt. Der macht so ein ganz leichtes Flimmern hier im Zimmer. Ganz angenehm eigentlich. Und er schlitzt so ein bisschen den Oldstil. Ich habe mir nicht heute neue Lampen gekauft. Neue Leuchtmittel heißt es ja eigentlich. Und das sind Smart-Teile, die du übers Handy per Bluetooth steuern kannst. Oder auch über eine Fernbedienung, die du kaufen kannst extra. Ich würde die aber gerne über einen Hub, ehrlich gesagt, ins Netzwerk einbinden, damit ich die überall steuern kann. Oder auch zum Beispiel über meinen PC. Weil wenn ich zum Beispiel im PC Musik hören will, den vorderen auf die Musik anpassen oder aufs Game zum Beispiel, dass wenn es psch macht, der einmal komplett hell werden soll, fände ich mega geil für so auch Videoeffekte vielleicht. Da müsste ich aber wiederum hinten die Vögel abdecken, weil ich glaube, die halten Dauerbelichtung nicht ab aus, die volle Kanne abgeht. Okay, was ist der Plan? Unsere Panzer wollen nach da, deren Panzer wollen nach da. Aye, aye, Captain, wir sind auf dem Weg. Ich bin nehme die Nimrod. So bedeutet, wir haben eine Luftschlacht und hier unten haben wir Bodeneinheiten, die wir ausschalten sollen. Entweder wir begeben uns wieder auf Bodenschlacht und tun diesmal vielleicht nicht die... Oh, wir sind schon da. Wow, wo kommt denn die Spitfire her? Was ist denn die Spitfire? Der Schiff, vorgehobene Ziele. Okay. Ah ja, Captain. Tiefflug. Für Britannien. Schauen wir, ob jemand gleich auf mich geil wird oder nicht. Wer will schon mit den Briten in den Krieg gehen? Wir gehen jetzt really deep und versuchen dann kurz vor Boden wieder, kurz vorm Ziel hochzugehen. Ich kann jetzt wieder nicht schießen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Hallo? Alter, ich hab's heute echt nicht drauf. Mit den Bombern bin ich echt besser. No! Wie escape ich aus diesem scheiß Flugzeug eigentlich? Gibt's hier eine Steuerung? Vereinfachte... Ne, was habe ich jetzt gemacht? Escape. Nein, ah! Steuerung. Maussteuerung. So. Klappen einfahren, Bremsklappen, Fahrwerk, Fallschirm ziehen, Alt G. Fallschirm ziehen? Ich will abspringen. Aber wir probieren es mal. In die Schlacht. What the fuck, mein Flugzeug fliegt jetzt schon so ganz komisch. Also, weil ich hier rumdrücke. Also eindeutig, ich bin nicht geeignet dafür, Fahrzeuge am Boden abzuschießen. Ich habe nicht mal getroffen, weil ich habe davor alles schon verballert. Ja.
Lad nach, Junge! Abschuss. Ja, jetzt hat er mir den. Ich hab Ölleck, ich muss landen. Brems doch! Nein! Mann! Ich lieg schon wieder. Warte mal, jetzt können wir Alt-G ausprobieren. Alt-G funktioniert nicht. G. Das sind die Klappen, die beiden Button. Toll! Ich bin abgestürzt wegen Dummheit. Mann, oh! Ist doch peinlich. Einsatzbefehl! Und ich drück schon wieder die Vertasten. Okay, wir versuchen nochmal anzugreifen, bloß ein bisschen stilhafter. So, am Boden ist ein Flugzeug. Das ist kaputt. Toll. Ist auch kaputt. Wow! Das war knapp, Junge. Treffer, Junge. Und abgestürzt. Du hast den Bratz. So, okay, ich hab hier noch einen tief fliegenden Flieger. Schon wieder ein Ölleck. Okay, vorwärts. Mann! Ich will doch nur fliegen. Also ich bin echt nicht gut im Flugkopf. Es ist noch nie gut geendet. Ja. Oh, da ist der nächste abgeschützt. Bye, bye. Nee, das war... Warum bin ich zu... hat er mich komplett abgeschossen. Das könnte auch gewesen sein. Hoppala. So, wir sind wieder draußen, haben wieder nicht wirklich was erreicht. Ja. Was ist hier unten eigentlich? Bodenangriffe verlassen, bevor das Ende der Schlacht war. Erhalten, bestätigt. Ja, toll, ich war ja auch tot. Niederlage. Na gut, Leute, aber das war's für diese Folge War Thunder. In der nächsten Folge geht's wieder normal weiter mit ein bisschen Schlacht um Mittelerde. The Age of the Ring Mod. Dies war eine, wieder mal gesagt, Ausnahmesituation in letzter Zeit wegen der 100. Folge von Kerbal Space Program. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch nächste Woche wieder bei Kerbal Space Program, bei Farming Simulator oder auch bei Schlacht um Mittelerde. Also, bis dann. Ciao!